Hallo und herzlich willkommen zu diesem Grim Dark Terrain Tutorial, in dem ich euch zeigen möchte, wie ihr Scenery für Adeptus Titanicus und ähnliche Spielsysteme einfach, aber effektvoll bemalen könnt. Es ist wichtig, euch immer wieder daran zu erinnern, es ist ein sehr kleiner Maßstab und ihr müsst nicht unbedingt jede Vertiefung speziell mit Shade bearbeiten und nicht jede Kante muss ganz, ganz dezidiert und fein mit einem Pinsel akzentuiert werden. Es reicht tatsächlich anzudeuten, wo Kanten schattiert bzw. akzentuiert sind und im Ganzen muss der Spieltisch gut aussehen und ihr solltet euch nicht zu sehr in einzelnen Details aufhalten. In einem weiteren Video kann ich euch noch zeigen, wie ihr gegebenenfalls nochmal euren Spieltisch etwas interessanter gestaltet mit so etwas wie Graffitis oder zusätzlichen Elementen wie Vegetation, die wieder auf den Gebäuden wächst. Das könnt ihr in die Kommentarsektion schreiben, wenn ihr wollt. Und das heutige Tutorial beginnt direkt nach dem Intro. Starten wir hier mit dem Grim Dark Terrain Orbital Defense Laser. Ich habe das Ding einmal schwarz grundiert und danach mit weiß übergesprüht, da ich leider keine graue Grundierung zur Hand hatte und das nicht komplett mit Airbrush machen wollte. Ich trage Cement Gray von Vallejo Model Air auf. Das ist die 71.045 in 2 bis 3 dünnen Schichten. Ihr könnt so eine Farbe natürlich auch von Hand auftragen, da ich aber einen kompletten Spieltisch zu bemalen habe, ist es natürlich hier sinniger, mit Cement Gray aus der Airbrush zu arbeiten. Wie gesagt, mehrere dünne Schichten auf alle die Ferrostahl- oder Armaplast-Elemente und ihr seid schon fertig damit. Wenn ihr wissen wollt, wie ich dieses Geländestück zusammengebaut habe, klickt auch gerne mal auf das Review-Video, das verlinke ich euch rechts oben auf dem i. Und nachdem ich hier mehrere Schichten aufgetragen habe, gehen wir direkt mal weiter zu der Base und auch diesen radioaktiv verstrahlt, toxisch verstrahlt, wie auch immer gearteten Geröllhaufen, die ich zusätzlich noch oben auf den Dächern meiner Gebäude anbringe. Ich trage Burnt Umber 71040 von Vallejo Model Air auf. Auf dem Dach reichen mir ein oder zwei Schichten, dass man noch leicht diesen braun-orangefarbenen Ton hat, der dann zur Mitte hin mehr zu diesem Rotbraun, was Burnt Umber eigentlich ist, geht. Und auf den Bases trage ich diese Farbe gerne mit 3 bis 4 dünnen Schichten auf, dass diese wirklich dunkel wirkt, denn die soll ja dann gegebenenfalls auch zum Spieltisch passen. Sollte euer Spieltisch natürlich nicht in so einem Braunton gedacht sein, könnt ihr natürlich auch über alle anderen Farben auf der Base gehen. Ihr könnt über einen Grün gehen, über Grau, Blau für irgendeine Eiswüste vielleicht. Da ist natürlich eurer Kreativität keine Grenze gesetzt. Am Maltisch selbst werde ich jetzt Steel Legion Drap auf das Base aufbürsten. Sehr, sehr rough aufbürsten. Dies ist nochmal der Effekt, um das Base farblich an meinen Spieltisch anzupassen. Hier bürste ich hauptsächlich über das Base selbst und lasse diese am Gebäude hochlaufenden Schmutz, Staub, radioaktive Verstrahlungs-, also Hitzeverfärbung einfach mal stehen, damit das ganze Gebäude noch ein bisschen mehr optische Interesse weckt. Um die Verbindung vom Gebäude zum Base noch etwas besser auszuarbeiten, trage ich nun ein leichtes Dry Brushing mit Ruckarth Flash, hauptsächlich an den Kanten des Bases auf, um eben das nochmal mehr auf den Spieltisch anzupassen. Nachdem nun das Base somit fertig ist, gehe ich an das Gebäude selbst nochmal ran mit Iron Rough Skin. Citadel Base Color ist so ein ja, sehr, sehr entsättigtes Gelb-Grün, mit dem ich einmal komplett über das Gebäude drüber bürste, um ein paar der höher gelegenen Stellen zu treffen. Sollte hier und da durch das Drybrushing mal eine Schliere auf der
Oberfläche des Gebäudes zurückbleiben, ist es natürlich nicht schlimm. Das ergänzt sogar den nächsten Schritt. Und auch oben das Geröll wird einfach nochmal mit dem Ironrush-Skin übergebürstet, um es eben von der möglichen Base-Gestaltung abzuheben farblich. Damit es nicht so sieht, als wäre da oben einfach ein Base drauf, sondern, oder Base-Material drauf, sondern es hat einen anderen Effekt. Im nächsten trage ich mit einem Schwamm, einem Blisterschwamm, Ironrush-Skin auf, um ein paar Stellen zu erzeugen, wo gegebenenfalls kleinkalibrige Projektile gegen das Gebäude geknallt sind und gegebenenfalls die Oberflächenstruktur des Ferrostahl ein wenig beschädigt haben. Ihr könntet theoretisch wie bei jedem anderen Battle Damage danach auch noch mit einem dunkelbraun oder dunkelgrau an einige dieser Stellen gehen, um da wirklich die darunterliegende Rostschutzschicht vielleicht darzustellen. Das ist aber meines Erachtens auf diesem Maßstab zu viel des Guten und ich würde euch persönlich davon abraten. Lasst es lieber so, das sieht gut genug aus, wenn ihr nah genug dran seid und verwirrt auch nicht das Auge, wenn ihr zu weit weg seid. Denn so eine dunkle Stelle könnte auch vielleicht für den Betrachter denken, da ist irgendwann mal Farbe abgeplatzt und der Besitzer des Geländes hat es nicht für nötig gehalten, dies zu reparieren. Obwohl ihr ja eigentlich wollt, dass es so aussieht. Als wäre da Farbe abgeplatzt. Ist eine philosophische Frage, könnte man fast behaupten. Hier trage ich das nochmal auf den Turm auf und ihr habt gerade eben gesehen, an der einen oder anderen Stelle ist es ein bisschen zu dick drauf gestippelt. Deshalb einfach mal mit dem Finger drüber wischen. Dadurch schafft ihr auch ein ganz bisschen Farbvariation in eben diesen Macken. Als nächstes kommen noch die Metalle dran. Starten wir mit Leadbelcher auf den kleinen Kisten und den Fässern, die dort auf dem Base stehen. Genauso bemale ich natürlich auch die Läufe des Laserblaster, als auch diese Internals, die an dem Turm oben dran sind. Und was ihr wahrscheinlich hier nicht seht, aber vielleicht, wenn ihr aufmerksam wart, schon zu Beginn gesehen habt, ich habe die Handläufe an der Brüstung auch silbern bemalt. Das habe ich erst hintergetan, weil es mir so vorkam, als würde da noch ein Detail fehlen und das immer im Kopf behalten. Es gibt auch ein paar Panzerbeschläge an manchen Gebäuden oder es gibt Türen, es gibt irgendwo in den Stahl eingelassene Aquila und ähnliches. Die könnt ihr ganz einfach mit Balthasar Gold überbemalen, ein schönes dunkles Rotgold, welches wunderbar für meine Zwecke dienlich ist. Denn es wird danach auch nochmal stark verwittert und da brauche ich diese Farbe, damit es gut aussieht. Apropos Verwitterung, ich trage Pigmentpulver auf, hier natürlich vermischt mit Wasser, um eine dünne Schicht, ähnlich wie eines Shades oder sowas aufzutragen und trage diese Pigmente einfach auf alle silbernen Elemente auf. Es handelt sich hierbei um ein dunkelbraunes Pigment. Diese könnt ihr erwerben von Firmen wie AK Interactive, Vallejo oder. Die unterscheiden sich aber meist nicht. Ihr könnt auch Pigmente selber machen mit fein zerstoßener Kreide. Das funktioniert genauso gut. Würde ich euch einfach mal einladen, dies zu probieren. Und nach dem Braun kommt noch ein Rotbraun, Orangebraun auf die Metallteile, um nochmal ein bisschen mehr diesen Rosteffekt zu forcieren. Oxidiert wird auch das Gold, beziehungsweise verwittert, in dem Falle oxidiert, mit Nihalac Oxide. Das ist zu gleichen Teilen verdünnt mit Thinner Medium, um eine dünne Schicht aufzutragen, ähnlich wie auf einer silbrigen Metallfläche Flugrost komplett über die Schicht drüber ist, trage ich das hier auch auf, dass wirklich das ganze Element erst einmal mit Grünspan belegt ist und suche mir hier und da schon mal vorab ein paar der Nieten aus, die ich ein bisschen mehr noch damit bemale, um da den Effekt noch mal etwas mehr zu verstärken, damit nicht über das komplette Modell jede goldene oder in dem Falle wäre es dann ja eigentlich bronzefarbene Stelle so gleich oxidiert aussieht. Nachdem dann die Pigmente als auch die Oxidationsfarbe wunderbar getrocknet sind, also staubtrocken sind, geht es wieder an den Blisterschwamm. Runelord Brass nehme ich mir zur Hand, die goldenen Elemente, bronzenen, messingfarbenen, wie auch immer ihr die Farbe beschreiben wollt, sind jetzt dran. Und hier wird auch wieder mit dem Blisterschwamm die Farbe aufgestippelt, hauptsächlich zu den Kanten hin, zu den Rändern. Ihr dürft genug von dem darunterliegenden oxidierten
durchscheinen lassen, denn den Effekt wollen wir erzielen. Solltet ihr mal das Zement grau treffen, nehmt einfach schnell einen feuchten Pinsel zur Hand und nehmt die Farbe dort von der Fläche herunter. Das sollte eigentlich rückstandlos funktionieren. Nachdem das schon mal soweit fertig ist, nehme ich mir Runefang Steel zur Hand. Es wird weiter mit dem Blisterschwamm gestippelt und zwar die ganzen silbrigen, verrosteten Metalle. Hier erzeuge ich den Effekt, dass hier und da vielleicht von der obersten rostigen Schicht durch Kontakt, durch zum Beispiel hier die Führung des Mechanismus, der Rost sich abgenutzt hat und das blanke Metall darunter wieder zu sehen ist. Gibt es Stellen, an die ihr nicht rankommt mit dem Stippling durch den Schwamm, könnt ihr ganz genauso auch den Pinsel zur Hand nehmen und ein paar kleine Punkte und leichte Linien auftragen, um diesen Effekt in Vertiefungen reinzubringen. Der Lauf des Laserblaster kann auch gerne mal den ein oder anderen silbernen Punkt noch bekommen, um ein wenig Varianz zu erzeugen. Und natürlich vorne an den Läufen könnt ihr das auch nochmal anbringen. Da wäre wahrscheinlich der Flugrost nicht entfernt durch irgendwelche mechanischen Einwirkungen, sondern eher durch Hitzeeinwirkungen bei dem Laser. Und mit dem Runefang Steel stipple ich auch noch ganz leicht einmal an den Messingkanten einen silbernen Ton auf, um da nochmal etwas mehr Varianz zu erzeugen. Die oxidierten Passagen werde ich nochmal etwas mehr mit Liebe bedenken. Nyalac Oxide um die ein oder andere Niete herum, um da nochmal etwas mehr Fokus drauf zu legen und das etwas interessanter zu gestalten für den Betrachter. Und ihr könnt natürlich nachher auch noch das Ganze upgraden, das Gebäude, wie schon gesagt, mit Graffitis, mit Vegetation, mit vielleicht Hitzeverfärbungen an den Läufen vorne. Vielleicht sind irgendwo Wassermarken am Gebäude. Wenn ihr Bock habt, dass ich euch das auch einmal zeige, wie ihr das Gebäude hier nochmal upgraden könnt, schreibt es in die Kommentarsektion, würde ich dann natürlich auch gerne nochmal ein separates Video machen. Dies hier ist jetzt erstmal abgeschlossen als Art Einsteiger. Scenery Tutorial für den Adeptus Titanicus Scale und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich blende euch jetzt noch hier Videos ein, die noch anderen Adeptus Titanicus Content hergeben. Schreibt alles Mögliche, was euch hierzu einfällt, in die Kommentarsektion. Lasst einen Daumen da, ich würde mich freuen. Bis wir uns das nächste Mal auf diesem Kanal sehen, ich bin raus, euer Dizzyfinger. Keep on Wargaming!